Der Entwurf des US-Verteidigungshaushaltes 2010 enthält einen Posten über 22 Milliarden Dollar für ein neues Programm, OCS, Offensive Counterspace, das laut Pentagon die USA befähigen soll, jede gegnerische Präsenz im All zu bekämpfen. Die Geschichte lehrt, dass Staaten nicht freiwillig abrüsten. Sie tun es, weil sie geschlagen wurden. Oder sie nehmen kleinere Veränderungen in ihren Waffenarsenalen vor. Aber keine Supermacht sagt, es wäre besser, wenn wir schwächer wären. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Überlegenheit im All zu erringen, ist schwer möglich, ohne anzugreifen. Deshalb müssten wir, wenn wir überlegen sein wollen, nun mal feindliche Einrichtungen zerstören. Das Problem ist nur, dass dadurch jede Menge Raumschrott entstünde, der auch uns im Weg wäre. Das Ergebnis wäre eine Wolke von Trümmern um die ganze Erde herum. Heute umkreisen rund 600.000 Objekte mit der zehnfachen Geschwindigkeit einer Gewehrkugel unseren Planeten. All diese Teile sind mit über 22.000 Kilometern pro Stunde unterwegs. Dadurch hat selbst ein erbsengroßes Partikel die Durchschlagskraft einer Kanonenkugel. Der Raumschrott ist mittlerweile ein derartiges Problem, dass sich die NASA ernsthaft Sorgen macht, wie lange es überhaupt noch möglich sein wird, ins All zu fliegen, weil jeder Start mehr Trümmer hinterlässt. In 50 Jahren werden die Umlaufbahnen so zugemüllt sein, dass dort nichts mehr geht. Weil das Zeug, das jetzt schon da oben ist, irgendwann auseinanderbricht und das All immer mehr verdrängt. Zerstörte Satelliten hinterlassen einen Hagel von Wrackteilen, der alle benachbarten Objekte gefährdet und den Weltraum verseucht. Ob das Erzeugen von Trümmern durch das Abschießen von Satelliten eine gute Idee ist? Ganz und gar nicht. Weil es keine Möglichkeit gibt, raufzugehen und sauber zu machen. Je öfter sie ins All fliegen und je mehr Satelliten sie abschießen, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann einfach keine Rakete mehr von der Erde starten können, weil die Trümmer den Planeten wie ein Minenfeld umgeben. Sie kommen einfach nicht mehr heil durch. Das heißt, wir müssen anfangen, den Weltraum als Umwelt zu betrachten. Wir haben mehrere hundert Milliarden Dollar in die friedliche Nutzung des Weltraums investiert. Ich spreche von Wettersatelliten, Navigationssatelliten, Forschungssatelliten. Die gesamte globale Kommunikation ist satellitengestützt. Und all diese Investitionen seitens der USA, der EU und anderer Länder werden aufs Spiel gesetzt, wenn wir beginnen, Waffen im All zu stationieren. Was, wenn innerhalb von wenigen Minuten Hunderte von Satelliten ausfielen? 6.15 Uhr. Die ersten Kommunikationssatelliten fallen aus. Über einem Teil der Erdoberfläche bricht der GPS-Schirm zusammen. Die Atomuhren an Bord der Satelliten übertragen nicht mehr. Die zeitliche Synchronisation der weltweiten Datennetze ist betroffen. 350 Millionen Handys sind außer Betrieb. Mehrere hundert Millionen Internetbenutzer sind abgeschnitten. Auf der ganzen Welt sind Kreditkarten und Bankkonten gesperrt. Die Börsen auf der ganzen Welt brechen zusammen. Alle Informationsnetze sind betroffen.
In zahlreichen Orten gerät die GPS-gestützte Verkehrsregelung außer Kontrolle. Die Stromversorgung ist nicht mehr steuerbar. Es kommt zu Blackouts in Dutzenden von Großstädten in Europa, Asien und Amerika. Seenotmeldungen werden nicht mehr übertragen. Die Position mehrerer tausend Flugzeuge kann nicht mehr präzise bestimmt werden. Überall müssen Hunderte von Flügen storniert werden. Unfälle im Straßen- und Bahnverkehr, auf See und in der Luft häufen sich drastisch. Bis heute hat die Welt eine derartige Katastrophe zu vermeiden gewusst. Ein Krieg im All würde zigtausende von Tonnen an Wrackteilen produzieren und den erdnahen Weltraum verschmutzen. Und den Einsatz von Satelliten auf Jahrhunderte hinaus unmöglich machen. Es ist 6.25 Uhr und ich begrüße die Teilnehmer an unserer morgendlichen Diskussionsrunde. Heute sprechen wir über die Militarisierung des Weltalls. Der Zeitpunkt ist nicht mehr fern, an dem die USA den Weltraum beherrschen könnten. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das machbar ist. Selbst wenn wir einen technologischen Vorsprung vor anderen Nationen haben, werden sie früher oder später aufholen und uns herausfordern. Die Situation ist vergleichbar mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die USA als einziges Land über die Atombombe verfügten. Wir dachten, wir seien im exklusiven Besitz dieser Waffe und würden die Welt beherrschen. Dieser Zustand dauerte nicht sehr lange. Dann hatten die Russen eine Atombombe, die Chinesen hatten eine. Zu glauben, wir würden im All allein auf dem Thron sitzen, ist eine tragische Fehlkalkulation. It's a tragic miscalculation. Jeder weiß, dass die Militarisierung des Weltraums eine gefährliche Idee ist, die andere Länder dazu bringen wird, ebenfalls Weltraumwaffen zu entwickeln. Indien überlegt, ob es nicht ebenfalls Antisatellitenwaffen bauen soll. Und wenn Indien das tut, können Sie sicher sein, dass Pakistan im Handumdrehen nachzieht. Auch in Israel gibt es solche Überlegungen. Wir sprechen hier von einem potenziellen Dominoeffekt. Neben Indien und China könnte dieser Dominoeffekt auch andere Länder wie Japan, Iran und Nordkorea erfassen und dazu bringen, sich einem Rüstungswettlauf im All anzuschließen. Die Europäische Union hat sich bis jetzt gegen eine Militarisierung des Alls ausgesprochen. Aber wie lange noch? Wenn die USA nicht nur militärische Satelliten im All stationieren, sondern Waffensysteme, muss Europa darüber nachdenken, wie es sich schützen kann. Nicht vor einer Bedrohung durch die USA, sondern vor den Konsequenzen, die ein Wettrüsten haben würde. Wenn die Amerikaner eine Raketenabwehr im All stationieren, dann würden irgendwann Raumstationen mit Abfangeinrichtungen über dem Territorium von Russland oder China stehen. Können Sie sich das vorstellen? Für uns Russen wäre das jedenfalls vollkommen inakzeptabel. Die potenziellen Opfer werden sicher nicht sagen, hier ist meine Kehle, schneidet sie doch bitte durch. Wenn die USA Weltraumwaffen entwickeln, wären andere absolut schutzlos. Es sei denn, sie zerstören diese Waffen irgendwie oder sie finden Mittel zur Abschreckung. Atomwaffen zum Beispiel sind ein Mittel der Abschreckung. Die Drohung mit Terroranschlägen kann abschrecken. Schließlich war es der aggressive Militarismus, der das atomare Wettrüsten und den Terrorismus ausgelöst hat. Такая политика является, конечно, катализатором гонки вооружений. Доминирование фактора силы неизбежно подпитывает тягу ряда стран к обладанию оружием массового уничтожения. Милитаризация космоса, по мнению России, может спровоцировать непредсказуемые для мирового сообщества последствия. Не меньшие, чем начало ядерной эры. Seit der Errichtung der atomaren Waffenarsenale hat die Menschheit gelernt, mit der Gefahr der totalen Vernichtung zu leben.
Das Gleichgewicht des Schreckens mag stabiler geworden sein, aber immer noch stehen Tausende von Atomwaffen abschussbereit in ihren Bunkern. Wenn aus Angst Atomwaffen im All stationiert werden, kann durch einen Unfall, menschliches Versagen, absichtlich oder im Rahmen eines terroristischen Anschlags der Start von 9000 Wasserstoffbomben ausgelöst werden. Die Folge wäre eine Eiszeit und der Tod der meisten Lebewesen auf unserem Planeten. Wir stehen am atomaren Abgrund, kurz vor der Vernichtung. Wenn wir den Weltraum aufrüsten, können wir der Erde Lebewohl sagen. Die Überlebenschancen werden dann sehr gering.